wenn Sie feststellen, dass Ihr erste Kuh hier sechsmal gekalbt hat. Und es ist schon eine Leistung, wenn eine Kuh in den Ring kommt mit nach sechs Abkalbungen und so ein Euter trägt. Großartige Kuh, aber das nimmt nichts von der Qualität der weiteren Kühe. Alles hervorragende Kühe, die zweite Kuh, was für ein großartiges Euter an dieser Kuh. Dann die dritte Kuh, ebenfalls eine sehr, sehr jugendliche Kuh. Das geht immer so weiter. Sehr lichttypische Kühe, sehr unterschiedliche Kühe teilweise. Aber wie gesagt, von vorne bis hinten, alles hervorragende Kühe, alles Kühe, die hervorragende Leistung schon gebracht haben, immer noch in ihren Herden laufen und großartige Arbeit lassen. Wenn Sie gute alte Kühe würden, würde ich Sie bitten, einen großen Applaus für die Züchter zu spenden. Mit der ersten Kuh haben wir die milchtypische Kuh, die Kuh, die Balance besitzt. Die ist zu harmonisch, zu ausbalanciert. Es ist 4 Wochen im Milch und 6 Laktationen und bei was für ein Euter. Das Euter ist hinten so hoch aufgehängt, die Striche sind so perfekt unter den Euter platziert und das ist einfach großartig. Ich habe es Ihnen vorher mit 2 Kuh erzählt, weil sie insgesamt etwas femininer, liegt am Kopf, im Halsbereich. Sie ist etwas trockener, etwas flacher in den Knochen, im Sprunggelenksbereich. Und hier haben wir einen Vorzug der Stichplatzierung, das ist eine hintere Stichplatzierung, die gehört zur weißen Kuh auf den zweiten Platz. Und wie gesagt, die zweite Kuh nutzt ihre Möglichkeiten auch mit dem Euter, das Euter ist so hoch aufgehängt hinten. Und das platziert sie vor der Kuh auf den dritten Platz. Das Hinterbein ist höher und breiter, ist insgesamt etwas quadratischer unter der Kuh als hier bei der dritten Kuh. Die dritte Kuh ist sehr jugendlich, das Euter ist so hoch, aber über den Sprunggelenk fünfmal abgekalbt. Platziert sie hier vor der sechsten Kuh auf vorgehenden Vorzug, vorhanden und in zentraler Hand. Die insgesamt noch frischer und jugendlicher als die Kuh auf dem 4. Platz. Also die 4. vor der 5. und hier wieder ist es die Jugend, das Euter, wenn das höher gesprochen wird, beziehungsweise das Streitbar, das höher aufhängt. Und nur zur Kuh auf der 5. Platz eine wunderschöne Auswahl als die Lehmkuh, die sich vor der 6. Kuh hier platzieren kann, aufgrund ihrer Vorzüge in die Richtung in der Länge des Halses. Das ist etwas offener, etwas tiefer in der Frage als die 6. Kuh. Die 6. Kuh ist unten dann noch korrekt, das verhält ein Bein, läuft etwas breiter. Die sind dort in Höhe und Breite als die Kuh auf dem 6. Platz. Dann vorne noch weitere Kuh hinten, die schwarze Kuh auf 5-mal gekarrt und nicht ganz an der Kühe vorher von der Bewegung, aber was für eine schöne Bewegung. Und das vorne weitere wirklich hervorragend an der Kühe. Und kann ich mal großen Glückwunsch aussprechen an die Züchter und Besitzer dieser Kühe. Dankeschön.